In diesem Video möchte ich euch die sogenannte Geotagging-Funktion vorstellen. Und zwar, wenn ihr mit eurem iPhone ein Foto gemacht habt, dann taggt das iPhone automatisch den genauen Ort, an dem ihr das Foto geschossen habt. Um beispielsweise ja, die letzten Urlaubsfotos oder sonstige Fotos von euren letzten Ausflügen auszuwählen, ohne in eurem Album herumsuchen zu müssen, tappt unten auf Orte und dann seht ihr ganz genau die Stecknadeln an den Orten, wo ihr die Fotos geschossen habt. Ich wähle jetzt hier einfach mal eins aus. Dann tappe ich auf die Stecknadel und jetzt zeigt er mir hier, hier habe ich 47 Fotos gemacht. Jetzt tappe ich nur noch auf den Pfeil und dann zeigt er mir genau die 47 Bilder und Videos an, die ich dort gemacht habe.